Guten Tag, Herr Deblitz. Sie sind der Verteidiger von C.J. Hopkins, der gerade freigesprochen wurde hier vor dem Amtsgericht Berlin. Können Sie den Fall mal kurz zusammenfassen und die wesentlichen Gedankengänge mal darlegen? Ja, also Herr Hopkins hatte zwei Tweets abgesetzt im Herbst, Sommerherbst 2022. Da war eine Maske abgebildet und hinter der Maske ein Hakenkreuz und ein Begleittext. Die Masken sind Symbole der Ideologiekonformität. Das ist alles, was sie sind. Hören Sie auf, so zu tun, als wäre es was anderes und so weiter. Und in einem anderen Tweet hat er Karl Lauterbach zitiert mit den Worten, von der Maske geht immer auch ein Signal aus, und ein Post von der Welt in Bezug genommen und hat dazu sein Artwork, was auch das Cover seines Buches ziert, gegenübergestellt und somit eine Relation hergestellt und Kritik übt. Und ja, wie ging es heute aus? Also Herr Hopkins wurde freigesprochen, letztendlich, weil die Richterin auch erkannt hat, dass Herr Hopkins eine kritische Distanz zum Nationalsozialismus aufweist und damit erkennbar ist, was er eigentlich sagen will, und wir hier nicht das Risiko haben, dass die Verwendung von verbotenen Hakenkreuzen in der Öffentlichkeit wieder gesellschaftsfähig wird. Er hat ja als Beispiel auch die Verwendung von Hakenkreuzen bei der Band Rammstein angeführt, als Beispiel, wo das ja straffrei ausgeht. Mhm. Darauf ist der Staatsanwalt in seinem Plädoyer gar nicht mehr eingegangen. Hat er das absichtlich gemacht oder wollte er damit einfach nur so tun, als ob es sowas anders anderweitig gar nicht gibt? Also der Staatsanwalt kann sich natürlich aussuchen, worauf er eingeht. Er muss nicht auf alle Ausführungen in der Hauptverhandlung eingehen. Das ist jetzt ja auch nur ein Beispiel, wo eben die Kunstfreiheit das Ziel des Gesetzgebers überwiegt, Hakenkreuze aus dem gesellschaftlichen Kommunikationsraum fernzuhalten. Ja, also es ist, der Staat verfolgt dieses Ziel nicht absolut, sondern es gibt eben, da müsste das komplett verbieten, sondern es gibt eben bestimmte Gründe, wo man das dann doch darf. Und immer dann, wenn diese Gefahr, letztendlich diese faschistische Gefahr, gar nicht befördert wird, immer dann ist so der Grundgedanke des Gesetzes, ist das nicht strafbar. Herrn Hopkins hat dieses Verfahren scheinbar sehr zugesetzt nach seinen Ausführungen, die er zum Schluss darlegte. Können Sie dazu was sagen? Naja, also man hat ja gesehen, dass ihn das natürlich auch ergreift. Und so eine strafrechtliche Verfolgung hat er ja auch vorher noch nie gehabt. Und das ist immer was, eine Ausnahmesituation und immer aufregend. Und man weiß ja auch überhaupt nicht, wie es ausgeht. Wir kennen ja auch viele andere Urteile, die genau in die entgegengesetzte Richtung ausfallen. Und wir müssen jetzt auch erstmal noch abwarten, ob die Staatsanwaltschaft hier noch in Berufung geht und ob das Ganze nochmal von vorne losgeht. Okay, dann wollen wir mal viel Glück wünschen, dass sie das nicht tut. Ja, ja, genau. Vielen Dank. Alles klar, Dankeschön. Tschüss. Hallo Hans-Jürgen. Hallo Rüdiger. Wir sind jetzt hier nochmal gegenüber im Café und trinken einen Kaffee und einen Kakao auf den Sieg von C.J. Hopkins. Der letzte Satz der Richterin lautete: Geschwurbel, oder noch besser, ideologisches Geschwurbel sei das, was er da von sich gebe, aber das wäre nicht strafbar. Ja? So, jetzt fragen wir uns natürlich, ob der Staatsanwalt das auch so sieht und ob der vielleicht Berufung einlegen wird. Was meinst du? Naja, wenn er im Hinblick auf deinen Fall müsste er eigentlich Berufung einlegen, denn wenn sie das jetzt durchgehen lassen und sagen, okay, wir schließen uns der Meinung der Richterin an und das ist nicht strafbar, so aus ihrer Sicht zu schwurbeln, dann müsstest du es bei dir eigentlich genauso machen. Und wenn sie es nicht machen, dann könntest du ja bei deinem Prozess darauf verweisen, dass sie da keinen Widerspruch eingelegt haben, was dann der grundsätzliche Unterschied für dir wäre. Du hast eine Meinung, die hast du öffentlich geäußert, die kann man gut oder schlecht finden. Die Grenzen wurden ja auch in diesem Prozess aufgezeigt. Das war ja eben, man darf nicht ungestraft Hakenkreuze rumtragen. Das ist ja völlig ja. Und hat auch keiner in Frage gestellt. Genau. Aber, und den Nationalsozialismus soll gut heißen, aber wenn man Vergleiche zieht mit einer angehenden Diktatur, beziehungsweise der Herr Hopkins hat das eine angehenden Totalitarismus ja. Geschildert, und er hat auch sehr emotional gemacht und das war auch sehr glaubwürdig, und ja. Die Richterin hat sich wahrscheinlich erst im Laufe des Verfahrens dazu entschieden, ihn freizusprechen, und hat das gemacht tatsächlich, ohne sich nochmal zur Beratung zurückzuziehen. Ich hatte ja, bevor der Prozess hier losging am Amtsgericht Tiergarten, hatte ich ja noch in einem anderen Prozess bei ihr gesessen. Da ging es um Fahrgelderschleichung oder Schwarzfahren. Da hatte sich ihr Urteil, da ging es um ein paar hundert Euro.
Euro oder sowas, hat sie sich noch zur Beratung zurückgezogen. Die hat sie gleich sofort das Urteil verkündet mit dieser Begründung, die du sagst, Geschwurbel ist nicht strafbar. Und er hat natürlich auch darauf verwiesen, dass das eben dieses Hakenkreuz, was da zu sehen war auf den Bildern, das war ja nicht voll zu sehen, sondern es war ja schemenhaft zu erkennen. Hm. Da wollte ja also die Gefahr hinweisen, die er da sieht, die sie nicht teilt, aber das hat sie, wäre nicht strafbar. Also was ich ja auch ganz erstaunlich finde bei dieser Verhandlung ist, es geht um zwei Tweets, die wirklich Reichweite hatten. Und die Bücher von C.J. Hopkins haben natürlich auch richtig Reichweite und sie haben ihn nicht der Volksverhetzung angeklagt, ne, wie in meinem Fall, sondern er musste sich jetzt tatsächlich nur wegen dem Paragraphen 86 verantworten, wo es um die Abbildung der Swastika ging. Und als ich dann gesehen habe, um was es da eigentlich wirklich ging, dieses kleine Kunstwerk, also das Buchcover eigentlich, mit einer Maske, wo die Swastika nur so ein bisschen durchscheint, habe ich gedacht, das ist ja falsch angewendet, dieses Gesetz, weil das Gesetz ist ja eigentlich dazu da, dass nicht wieder Nazi-Horden auf den Straßen herumrennen mit einer Nazi-Flagge und für den Nationalsozialismus werben. Ne? Also das ist auch wirklich hier nochmal deutlich rausgekommen in diesem Prozess, dass er sich genau dagegen ja auch wehren wollte, ne? Wie ich das im Übrigen natürlich auch immer beabsichtigt habe. Aber wenn das Richter und Staatsanwälte nicht kapieren wollen, wie in vielen anderen Prozessen, dann sehen wir natürlich ganz alt aus, dass also quasi die Kritiker des Faschismus dann plötzlich hier Strafen bekommen, während diejenigen, die hier den neuen Totalitarismus ausrollen und so langsam gedeihen lassen, ja, straflos davonkommen und wir werden wie die Frösche im immer wärmer werdenden Wasser gegart, ja. Und das kann eben einfach nicht sein und deswegen war das heute einfach wegweisend, ne? Also insofern war es ein schönes Urteil, was eigentlich hätte schon mindestens vor einem Jahr kommen müssen, so in der Art bei anderen Prozessen, die so ähnlich gelagert sind. Gut, später gibt der Spruch später besser spät als nie, so ungefähr. Ja. Und das also, war jetzt heute mal so ein Tag, wo man sagen könnte, das war mal wirklich ein, ich sag mal hier in Berlin oder deutschlandweit mal in die Rechtsgeschichte eingehen muss, dass endlich mal das Gesetz der freien Meinungsäußerung zur Anwendung so kommt. Und nicht jede Kritik gleich als Holocaust-Verharmlosung oder Nazi-Geschwurbel, sondern nur als ideologisches Geschwurbel, wie die Richterin sagte, aber was eben nicht strafbar ist. Ich war ja auch gespannt gewesen. Es wurde ja, er hat ja seiner Meinung wirklich krass zum Ausdruck gebracht. Ich übrigens teile, dass das alles hier angehender Faschismus schon war, diese blinde Gefolgschaft. Und dass die Masken Lügen waren, da wurde inhaltlich ja überhaupt nicht drauf eingegangen. Erst zum Schluss in ihrem Schlussbürger, die die Richterin hatte, wäre an ihren Augen ideologisch geschwurbelt, was sie nicht hält. Muss sie ja auch nicht. Das ist ja, das war, man immer betonen. Nee, das war ja auch nicht die Anklage. Das sehe ich ja auch so. Also, gut, aber sie hätte jetzt nicht sagen müssen, dass es ideologisches Geschwurbel ist, ne? Weil die ist doch gut, weil jetzt endlich mal eine Richterin festgestellt hat. Voltaire wird ja der Spruch gerade nachgesagt, ich teile zwar deine Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass du sie frei sagen kannst. In dem Sinne war das heute tatsächlich mal ein Urteil, was insofern wegweisend war, dass dein Richter, mein Richter, die haben mehr oder weniger die Ansicht nicht geteilt und haben auch entsprechend ein Urteil gefällt. Mit Rechtsbeugen, mit Lügen haben sie das begründet. Ja. Und dass diese Frau sich denn nicht getraut, was ja auch gut ist, da hört wahrscheinlich immer noch ein bisschen Mut dazu, in diesem Haus hier drüben, das zu machen, wenn hier Richterinnen und Richter rumlaufen, die in Urteilsbegründung glatt weglügen. Ja, sie hat ja auch ein bisschen Rechtfertigung noch mit reingebracht für das, was passiert ist, weil sie jetzt einfach angeführt hat, dass ja das eine neue Situation war, in der man reagieren musste und wo man eben auf Wissenschaftler gehört hat. Und aber das ist eben das, was in unserer Ideologie, ne, ist natürlich keine, ist nur eine Kritik, die wir geäußert haben, ein Nachfragen, niemals so existiert hat, die ganze Situation. Weil wenn man sich ein bisschen breiter informiert hat, hat man schon gemerkt, dass immer nur dieselben Experten zum was sagen durften und Ähnlichem. Also von daher, dieses mit der Schwurbelideologie, ne, das geben wir also gerne auch wieder zurück auf die andere Seite. Ja, das wäre jetzt der nächste Schritt, dass man nach diesem Freispruch, dass man erstmal sagen kann, was ideologisch die Schwurbel wäre, wäre jetzt tatsächlich die inhaltliche Aufarbeitung. Und ich hoffe ja, dass es vielleicht demnächst mehr Prozess geht, wo es dann wirklich darum geht,
hat denn das alles was gebracht überhaupt? Weil die Fakten sind für viele Menschen klar. Es hat nichts gebracht, es hat die Situation eigentlich mehr verschlimmert. Die Sterbeübersterblichkeit belegt das eigentlich relativ sicher. Aber damit beschäftigt sich in diesem Gericht hier keiner. Und eventuell gibt es mal noch einen Prozess, der wo inhaltlich dann auseinandergesetzt wird, ob denn die Maßnahmen überhaupt was gebracht hat. Bei mir hat es ja wie gesagt nicht funktioniert, weil ich habe ja, mein Prozess war ja rechtlich ausgeschöpft. Ich habe Beschwerde beim Berliner Verfassungsgerichtshof gemacht und der Berliner Verfassungsgerichtshof hat meine Beschwerde mit den Begründungen verworfen. Ich hätte die Einhaltung der Widerspruchsfristen nicht ausreichend dargelegt. Das weiß ja jetzt niemand, worum es bei dir ging. Es ging auch um diese Haftigkeit der Maßnahmen ging bloß. Das war das Thema. Gut. Und damit wollte sich der Berliner Verfassungsgerichtshof nicht beschäftigen. Also das ist der Stand heute. Eventuell in einem anderen Prozess, wenn hier noch welche laufen von vor 2 Jahren, der war ja auch von vor 2 Jahren, dann könnte es, ich hoffe es ja vielleicht mal passieren, dass es hier einen Gerichtsprozess gibt, wo sich dann inhaltlich und dann wirklich die Zeugen gehören, die Statistiken ausgewertet werden. Was hat denn der ganze Schwachsinn hier gebracht, die Leute gegeneinander aufzuhetzen und so weiter? Und das war heute leider nicht Thema. Er hat zwar gesagt, Herr Hopkin konnte das vortragen, das war ja auch gut so, aber es wurde sich eben inhaltlich nicht mitgebracht. Also der Prozess war im Prinzip kurz und knackig, ne? Ja, also das haben wir in letzter Zeit sehr selten erlebt. Es wurde immer alles in die Länge gezogen, ohne komische Sachen, ne? Also ich hoffe mal, das ist, hat jetzt hier Vorbildcharakter, dass man einfach wirklich mal zurückkommt dahin, dass wir uns nicht gegenseitig irgendetwas unterstellen, sondern einfach mal zulassen, dass das als Meinung gesehen wird oder als Ausdruck von Kunst oder was auch immer. Also, dass irgendjemand von allen Beteiligten hier irgendwie gerne mit irgendwelchen Nazis stramm auf der Straße wieder in den Nationalsozialismus möchte, ist doch ein völlig absurder Unsinn. Das muss man auch mal wirklich sagen, ja. Aber die Demos, die wir jetzt letztes Wochenende hatten, gehen genau in diese Richtung, dass alle, die was Kritisches sagen, man muss die aber die Meinung nicht teilen von, weiß ich, AfD oder Identitären, aber da sehe ich bei nee, aber das ist belastbar gesagt wurde. Belastbar, in existierenden Wortprotokolle, da sehe ich nichts Verfassungsfeindliches, sondern nur eine Auslegung der Regierungspolitik, nämlich massenhaft abschieben zu wollen. Tja. Mit einem neuen Wort, Remigration, das kannte ich vorher nicht. Aber letztendlich inhaltlich ist da auch nichts anderes gesagt, als was die Regierung jetzt machen will. Sie will im großen Stil abschieben, und zwar rechtmäßig abschieben. Du machst auch ein Fass nach dem nächsten auf. Ja? Genau. Das wollen wir hier gar nicht. Weil mal die Nazi-Keule jetzt kommt bei den Demos. Das sind ja alles Nazis gewesen und die AfD ist Nazis. Und die Bauern, ja, ist ja jeder jetzt und irgendwie rechts, der irgendwas sagt gegen die Regierungsagenda. Ist sofort rechts und dann bei der AfD haben sie wahrscheinlich die größte Angst, weil die ja jetzt diese an den Landtagswahlen eventuell in Ostdeutschland die stärkste Partei werden. Ja, also wir haben es ja auch hier schon gesehen, so in Berlin, da kam ja schon aus den eigenen Reihen hier der Justiz, ich glaube, was war das hier, die Berliner Generalstaatsanwältin oder irgend sowas, sagte dann, das mit dem Weisungsrecht müssen wir uns ja nochmal überlegen, ob das so Bestand haben kann. Ja, wenn die AfD nachher den Justizminister Ne? Also dann geht's wirklich rund, weil die ganzen Vergehen hier, die hier über die Corona-Maßnahmen Kritiker so ausgerollt wurden, die hat die andere Seite natürlich richtig in en masse begangen. Bloß, es gibt ja auch Fristen und Verjährung und all diese ganzen Sachen und ich glaube nicht, dass die ihn noch mal rankriegen, aber man sollte es zumindest. Ja, bei Rechtsbeugung liegt ziemlich lange und bei Mord oder so, weil es ist praktisch unbegrenzt. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also man könnte schon die schlimmsten Auswüchse auch in 10 Jahren noch aufarbeiten oder wie es jetzt aktuell immer noch passiert, dass man einen Kfz-Aufseher von vor 60 Jahren jetzt vor Gericht stellt, die ja auf dem Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben werden. Aber das müssen die sich da drüben dann bewusst sein, dass sie, wenn sie ganz schlimme Sachen gemacht haben, dann tatsächlich auch noch in kurz bevor sie deine Kiste hüpfen, dann nochmal juristisch belangt werden. Was meinst du, wollen wir jetzt mal aufhören mit unserem Geschwurbel? Okay. Also, ideologisches Geschwurbel ist nicht strafbar, haben wir heute gelernt. Ja. Vielen Dank fürs Anschauen. Tschüss. Ja.